Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kunterbunten Vlog. Wir sind wieder unterwegs und nehmen euch mal wieder mit dem Handy heute wieder am Start, der ganze kunterbunte Vlog. Ja, wir haben wieder einiges vor. Heute machen wir was ganz Spontanes. Wir haben heute den 21.11. einen Tag vor Saisonstart im Phantasialand. Und gestern habe ich nochmal spontan angerufen und habe gefragt, hey, gibt es denn noch Karten für Fantissima? Und da gab es ein gutes Angebot. Es gab ein gutes Angebot fürs Hotel. Da haben wir euch ja auch schon mal gesagt, dass es separate Off-Season-Angebote oft gibt in der Off-Season. Die besser sind als wenn man die Jahreskarte. Die besser sind, als wenn man die Jahreskarte vorzeigt. Und genau, da geht es jetzt hin. Wir fahren ins Phantasialand, haben diesmal eine Nacht in Matamba am Start und werden dann ins Sufantissima gehen. Und am nächsten Tag werden wir dann den Wintertraum im Phantasialand weitermachen und dann geht es noch weiter zum Europapark, Leute, wieder. Vielleicht besuchen wir sogar noch eine andere Dinner-Show, aber das ist alles noch nicht so safe. Und ja, mal schauen, was uns alles erwartet. Boah, voll krass, ey, zwei Dinner-Shows hintereinander. Ja, wenn es klappt, das wäre mega, aber wir haben die Karten leider noch nicht. Da checken wir nicht so ganz drin. Mal schauen, ob wir da noch spontan Karten bekommen. So, wir haben gerade eingecheckt unten, haben unsere Fantissima-Karten unten noch bezahlt an der Rezeption, weil das haben wir alles ganz spontan heute, also gestern erst entschieden. So, dass wir die Karten nicht im Vorhinein zahlen konnten. Und sind jetzt hier auf dem Zimmer, oder? Der reine Wahnsinn. Wir sind in Matamba. Ist auch näher zu Fantissima, muss man sagen. Ne? Fußläufig perfekt zu erreichen. Und es wurde auch wieder ein Shuttle angeboten. Ja, aber wir haben zeigen so eine Beine. Das laufen wir. Genau. Ich kann euch auch ein bisschen schnell hier das Zimmer zeigen. Ich drehe mal ganz kurz die Kamera. Und man hat hier in der Ecke die Vivi. Hallöchen. Hi. Und dann haben wir hier zwei Liegeflächen am Start. Ein nettes Bett. Hier draußen der Ausblick, da sieht man direkt den Looping der Black Mamba. Und hier kann man auch schon wieder sehen, dass im Wintertraum die Tiere wieder am Start sind. Was ich am coolsten finde, ist so ein bisschen das Bad. Weil hier gibt es halt eine echt nice Dusche. Da haben wir halt einfach Platz. Und die ist ein bisschen größer als im Lingbao. Das ist eigentlich ganz cool. Aber der Stammgast ist anders da hier, gell? Ja, und zwar gibt es hier Wasser und Brot. Ich habe schon eins aufgegessen. Und zwar perfekt ja zu Afrika, ne? Zum Thema. Genau, die Wasserflasche ist hier nicht so standardmäßig auf den Zimmern. Und als Stammgast gibt es halt dann das Wasser und das Brot mit Marmelade. Ist aber auch sehr lecker, oder? Auf jeden Fall. Wir werden uns das frisch machen und dann geht es nachher zu Fantissima. So, wir sind mittlerweile fertig, haben uns ein bisschen frisch gemacht. Ein separater Vlog wird es auch geben von Fantissima. Ja. Vielleicht ist es sogar schon online. Ihr kennt das aus unserer kunterbunten Vlogs. Falls er online ist, dann findet ihr den oben im i. Sonst müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und ja, ich würde sagen, da geht es jetzt hin. Wir melden uns einfach morgen wieder, wie es aus hier vom kunterbunten Vlog. Und ja, bis dahin. Bis morgen. Dann touche ich eigentlich die ganze Zeit. Ich weiß es nicht, du machst immer die Handbewegung so und immer so und so und immer so. Ah. Hi, neuer Hi. Tag, neues Glück. Schaut mal, das Goldlöckchen ist auch hier. Ja, wo war das Goldlöckchen einen Tag vorher? Ja, bei Fantissima. Und wir haben uns um einen Tag verpasst. Ja, leider. Wir müssen zum nächsten Mal besser absprechen. Kommunikation, aber das kennen wir ja. Ja, das ist... Wir waren auf jeden Fall bei Fantissima, hatten einen schönen Abend. Dazu wird es einen separaten Vlog geben, wollte ich noch sagen. Ja, genau. Und gefrühstückt haben wir gerade auch noch. Auch noch, ja, sehr lecker gefrühstückt. In einer Dreiviertelstunde macht der Park auf. Wir sind natürlich total gespannt. Und ja, dann gehen wir da rein und werden uns des Glückes freuen. Endlich Wintertraum. Melde ich mich auch mal wieder zurück hier aus dem kunterbunten Vlog. Meine Güte, wir haben ja heute den ganzen Tag im Phantasialand verbracht. Dazu gab es auf jeden Fall ein separates Video. Wir sind jetzt hier aktuell im H-Plus Hotel. Wollt ihr das Video sehen vom Wintertraum? Habt ihr es noch nicht gesehen? Ja, dann schaut mal oben im i vorbei, da ist es nämlich verlinkt. So, wir sind jetzt aktuell hier im H-Plus Hotel, haben ein kleines Upgrade bekommen. Genau, so Upgrade heißt so ein bisschen hier Minibar am Start, Kaffeemaschine am Start. Ziemlich, ziemlich nice. Dann haben wir hier unser Bettchen. Ja, sind halt auch mal wieder Gummibärchen drin. Ja, super, super freundlich. Hier vorne zeige ich euch mal die, hier das, da. Das Bad, klein aber fein, alles was man braucht. Hier auch ein bisschen Wattestäbchen, bisschen was Seife-mäßig und eine Dusche. Alles sehr, sehr schön. Und nämlich auch. Das, die Bibi. Und die haben direkt neben uns 312. Ah, die sind auch noch da. Hallo. Hallo. Simon und Anton sind auch am Start, gell? Nebenan. Nebenan, wir müssen so klopfen, können wir. Oh das Mist. Lieber. Nachher klopfen die ganze Nacht. Ich habe gerade erzählt, dass wir hier ein nettes Zimmer haben und willst du mal die lustige Story gerade erzählen? Unten. Ja, das war so cool. Wir kamen unten an. Und da war ganz normal eingecheckt und dann war dann noch so eine Frau und dachte so,
hey, sind Sie nicht die, die das Video gemacht haben über das Hotel? Und wir so, ja. Ja, machen Sie jetzt wieder ein Video. Ihr, ich weiß nicht, macht ihr jetzt wieder ein Video? Und wir so, nee, heute leider nicht. Oh, schade, müsst ihr wirklich machen. Noch einmal ein Video von hier und so. Oh, wir haben jetzt den und die umgebaut mit der Bar und so. Ne? Und im Hintergrund war noch so ein Mitarbeiter, guckt er auch schon so. Und dann kamen noch andere Mitarbeiter an, die auch Hallo sagten. Das war so voll nett. Bisschen creepy, aber super, super nett von denen. Ja, weil mir das so gar nicht damit gerechnet hätte. Also ich gehe da in ein Hotel, denke mir so, und dann, hey, wie so, warte mal, was? Immer wieder so wachgerüttelt. Ja, ich setze mich jetzt an den Schnüffel, gehe gleich nochmal runter in die Bar, ein bisschen gucken, wie es da aussieht. Und Wintertraum war auch ganz nice. War schön, ja. Kann man auf jeden Fall machen. Also ich bin müde. Morgen geht's direkt von hier aus dann zum Winterzauber. Hammer, 6.30 Uhr frühstücken. Wir haben gerade noch ziemlich gut gefrühstückt hier im H-Plus-Hotel, sind jetzt im Auto, haben unsere Sachen gepackt, ist noch relativ früh, wir haben so knapp 7.15 Uhr ungefähr, haben jetzt eine gute 3,5-4,5 Stunden Fahrt vor uns, da geht das Licht einfach aus, so eine Frechheit aber auch. Und ja, wie suchen wir noch die Adresse raus? Und dann geht's gleich los, oder? Ja, endlich, es ist kalt geworden. Wir haben hier noch so eine, ach, irgendwo, weiß gar nicht, wo es jetzt ist, so eine Rockbox-Zeitung, die hat mein Phantasialand am Ausgang bekommen, Leute. Da sind alle Informationen über das Hotel drin, was es da zu essen gibt im Hotel, wie viele Zimmer das Hotel hat. Ziemlich interessant. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im EP-Express, in dem Europa-Park erstmal. Ne? EP-Express, es ist abends, der Tag neigt sich, also der erste Tag ist schon vorbei. Und jetzt fahren wir zum Colosseo. Kevin schneidet gerade den richtigen Europa-Park-Vlog-Kammer, oder beziehungsweise zieht die Daten drüber. Und dann gehen wir ins Colosseo und schauen uns halt diese ganzen Ballons, die wunderschön aussehen sollen, an. Wir sind echt selber mal sehr gespannt und nehmen euch da einen so ein bisschen mit im Kunterbund. Den anderen haben wir schon beendet, ne? Dann wird es separat gegeben. Also hier offiziell mal die wunderschönen Ballons. Wir sind aber im Colosseo angekommen. Und ich war gespannt, was uns erwartet. Ich habe von mir erlebt. Ich weiß gar nicht, ob die Show immer stattfindet hier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch durch Zufall auf Facebook gesehen. Hammer. Yeah, I push all the levers with you right now. Gotta get it right now. Yeah, I push all the levers with you right now. Gotta get it right now. Yeah, I push all the levers with you right now. Gotta get it right now. Yeah, push all the levers with you right now. Tag hier im Kunterbunten Vlog. Ich habe schon das Europapark-Video geschnitten, das werden wir jetzt gleich hochladen. Vivi hat das Thumbnail schon gemacht und wir befinden uns aktuell noch in der Ferienwohnung. Der Simon ist schon in den Park gegangen. Gestern Abend die Ballons haben wir noch uns angeschaut. Mhm. War ganz süß, gell? Ja, war nett. Ja. Schön, die Ballons sahen schön aus. Und genau, der Simon ist jetzt schon im Park und heute lassen wir uns gechillt angehen, wollen das Video erst gleich nochmal hochladen. Mhm. Und dann geht's auf zum Winterzauber. Aber wir gehen auch gleich essen mit deiner Schwestern und Mann. Genau, die sind auch am Start hier im Europapark. Ja. Genau. Also alles chillen und relaxen. Wie immer. Ja. So, wir sitzen gerade im EP-Express und zwar das Video ist fertig geschnitten, wird gerade noch gerendert und wird jetzt in den Hotels hochgeladen, weil der Upload da super ist. Und danach treffen wir uns mit Kevins Family und und dann gehen wir auf jeden Fall ganz gemütlich was essen, wieder in der Almhütte, die letzten gestern auch. Mal gucken, vielleicht essen wir noch ein leckeres Käse von meinem Fleisch und mal gucken, was es da so gibt. Und gehen den Tag wieder gemütlich an, oder Kevin? Heute nichts Großartiges vor. Ach, sowas von. Heute ist der Tag auf jeden Fall leerer. Ja, das stimmt. Dann wird der Simon fährt hier die ganze Zeit Single Rider, Blue Fire und. Silverstar Single Rider. Ja, das stimmt. Aber der fährt trotzdem auch ein bisschen. Es ist ja echt viel, viel leerer. Gestern war es so voll. Aber in der Regel ist es ja auch sonntags immer ein bisschen leerer. Genau, und ab morgen wird es dann noch leerer sein. So, das Video ist jetzt oben, haben wir gerade in den Hotels hochgeladen und ich finde es immer so nett, wie die Mitarbeiter hier sind. Man kann hier ohne Probleme, auch wenn man kein Hotelgast ist, in die Hotels, man wird nicht gut angepumpt. Ach, das ist einfach wunderschön. Ja. Und man kann da echt sich auch ordentlich aufwärmen. Die haben wunderschöne Bars, wo man auch mal was trinken gehen kann. Da kriegt man auch Glühwein, oder Vivi? Auf jeden Fall. Aber jetzt geht es erstmal um das Wichtigste, das Essen. Und jetzt gehen wir in die Almhütte, oder? Ja, oder das Frühstück. Da geht es hin. Das wird unser Stammlokal im Winter, glaube ich. Ich merke schon, ja. Also eigentlich hätte ich heute auch noch Lust auf was anderes, aber der Gruppenzwang zieht einen hin. Wir sind auch in der Almhütte sehr gut gegessen. Haben so mit ein bisschen unterhalten und noch ein bisschen Quatsch und es war echt entspannt. Und jetzt stehen wir bei der Silvester an, weil Silvester im Dunkeln ist der reine Wahnsinn und das dürfen wir uns nicht entgehen lassen.
Fahrsessen ziehen wir noch ein Ründchen, dann schauen wir mal, oder? Wo sich noch ein verschlägt. Heute Abend gehen wir auf jeden Fall im Kolosseum Pizza essen. Nehmen wir euch auch hin mit. Wir kommen gerade von Silvester. Ich habe mir noch einen Kaffee organisiert und war ziemlich nice. Besonders im Dunkeln war es ziemlich cool. Ja. Wir hatten sogar eine Fahrt mit Feuerwerk. Das war richtig cool. Auf einmal hat man im Hintergrund ein Feuerwerk gesehen. Und ja, das war von der Helden Fire Show oder so. Und richtig cool. Wir sind sogar noch ein paar Sachen im Park gefahren im Dunkeln. Jetzt wollten wir eigentlich zur Pizzeria, oder? Ja, aber es ist leider alles voll und deswegen sind wir jetzt hier im Alcazar und essen dieses leckere Fleischgedöns. Mit dem ich hätte gerne kein Fleisch und ich hätte gerne Fleisch. Wir haben gerade noch gut gegessen hier im Buffet-Restaurant im Alcazar. Auf jeden Fall das Restaurant, wo man die Fleischspieße an den Tisch kriegt. Ziemlich gut. Die hat es auch gemundet? Ja, lecker. Fantastisch. Fantastisch, nein, bezaubernd. Bezaubernd. Wir warten jetzt hier auf den EP-Express, der fährt uns wieder zum Haupteingang und kugeln uns dann ab in die Ferienwohnung. Oh, ich hab so... Ich bin einfach müde. Ich bin so satt und hab... Und ich bin müde. Ich will einfach nur schlafen. Boah, mittlerweile ist der dritte Europapark-Tag. Der Simon ist mittlerweile nicht mehr am Start, oder? Oh, der ist nach Hause gefahren. Der muss morgen wieder arbeiten. Wir sitzen jetzt im SWR im Rockcafé, das heißt ja nicht mehr so, um Gottes Willen. Und essen lecker hier. Auf meinem Ding steht was anderes noch. Ja, aber eigentlich ist es nur noch Rockcafé. Ja, wir werden halt nochmal ein Video drehen. Teil 2 aus dem Europapark zum Winterzauber. Weil da gibt es noch einige Sachen, die wir machen müssen, die wir beim ersten Mal nicht geschafft haben, weil es so viel einfach zu entdecken gibt hier im Europapark. Und gerade die dunklen Stunden sind einfach kurz. Wenn das Video schon fertig ist, schaut einfach mal im i vorbei und wir essen jetzt einfach eine Kleinigkeit. Merry Christmas ist blau hier. Ja. Wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade im Kronasar und wollen jetzt den Super Svens was Leckeres essen. Wir haben uns überlegt, wollen wir wirklich hier hin, einen Shuttle zu fahren. Aber dann wollten wir uns auch so ein bisschen mal in der Weihnachtsedition hier angucken, ne? Genau, wir waren jetzt den ganzen Tag im Europapark, haben dazu natürlich auch noch einen separaten Vlog gedreht und gehen jetzt mal raus. Ich bin mal gespannt, wie die Lampen ja da leuchten. Was jetzt schon ist. Ja. Das ist nicht so viel Deko, oder? Guck mal, ein Vogelhaus. Voll süß, oder? Oh, wie goldig. Die kommen überhaupt nicht rein. Fake. So, wir haben jetzt was zu essen. Wie, was hast du denn da am Start? Ja, ich habe hier Thai Curry mit 5 Riesengarnelen. Sieht sehr gut aus. Und das könnt ihr leider nicht riechen. Es riecht auch top. Was hat denn der Kevin da? Ein Barbecue Cheeseburger, oder? Ja, sieht fast so aus, oder? Mit Pommes. Hammer. Also bald, direkt mal, wie die Bohnen schmecken. Oh, bald haben wir die Rolantica-Karte, nee, die Grünasar-Karte durch. Hammer. Also bald haben wir die Grünasar-Karte durch vom Essen. Mhm. Ja, es hat sehr gut geschmeckt, wirklich. Also ich bin satt geworden und es war sehr, sehr gut. Wie war es bei dir, Kevin, der Burger? Der Burger war auch richtig gut, richtig gut. Ja, ich hätte direkt noch ein paar drücken können. Ja, das war die Weihnachtsbeleuchtung auf jeden Fall aus dem Grönasar. Heute ist ein neuer Tag. Gestern haben wir überhaupt nichts gevloggt. Genau. Wir wollten eigentlich erstmal noch ein Essensvideo drehen, haben wir nicht gemacht, haben uns mit sehr vielen netten Leuten getroffen. Auf jeden Fall, es war wirklich super, super schön. Wir haben lange gequatscht und es ist ein bisschen später geworden als gedacht. Ja. Aber sehr schön. Heute checken wir aus der Ferienwohnung und checken im Santa Isabel ein, weil wir unseren Aufenthalt voll kriegen wollen. Hammer. Genau, eingecheckt und unser Zimmer war sogar direkt besuchsfertig. Ja, schön. Ist wunderschön, schaut mal, wie groß das Zimmer ist. Das ist echt Wahnsinn. Teilweise ist das größer als unsere Wohnung, oder? Ja, das ist ja auch nicht schwer. Ja, auf jeden Fall sind wir angekommen, hinter uns da düst Woda und wir gehen jetzt in den Park, ne? Ja, wir haben unsere verlorenen Sachen wiederbekommen, falls ihr das mitbekommen habt. Ich habe ja hier mein Netzkabel beim letzten Aufenthalt verloren. Und unsere Schwimmsachen haben wir ja auch vergessen. Aber alles ist wieder aufgetaucht, sogar noch Shampoo. Und ich habe gar nicht dran gedacht, dass wir Shampoo vergessen haben. War alles gepackt. Ja. Wir haben hier einen netten Ausblick hier direkt auf das Riesenrad. Sehr schön. Gerade auch sehr schöner Himmel. Und genau, letzten Tag haben wir ein bisschen weniger Videos gedreht. Heute wollten wir auf jeden Fall noch das Essensvideo zu Ende drehen. Genau. Und damit fangen wir es auch mal einfach mal an. Essen ist immer wichtig. Sehr lecker. Ach je, wir haben hier den ganzen Tag im Europapark verbracht und haben das Food-Essen, Food-Video, glaube ich, fertig gemacht. Ja. Ich hoffe es. Ja. Aber wir haben so viel gegessen und so viel getrunken. Halleluja. Ja, das ist wirklich sehr, sehr viel. Und Ken, was hast du denn heute für eine E-Mail bekommen? Ich habe eben gerade eine E-Mail bekommen. Hey, wir wollen so nicht verlängern, 120 Euro die Nacht. Und da schauen wir uns das mal an. Ich habe schon gehört, dass. Das klingt interessant. Ich habe schon gehört, dass der Europapark sowas häufiger mal macht, wenn die Hotels nicht ausgebucht sind. Weil wir jetzt aktuell voll in der Nebensaison sind, werden wir uns nochmal informieren. Genau, und dann werden wir vielleicht länger. Wenn das klappt, warum nicht? Alles ist so schön. Alles, oh mein Gott, ihr seid jetzt 6 Tage hier gewesen, wenn wir das machen würden. Ja, 7.
Hammer. Ach, eine Woche Europa fahren, das wird einfach nicht langweilig. Ja. Nein, wird zu fest. Wir waren gerade noch im Bellrock schwimmen und dann muss man einfach hier mal durch Colosseo gehen und dann geht man hinten zum Bellrock. Das Gute ist ja, dass man alle Pools verwenden kann, egal in welchem Hotel man steht. Und der Bellrock-Pool ist schon mit so der schönste, muss man schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Also wollte ich früher auch nicht immer glauben, dass es der schönste ist, aber man hat einen coolen Innenbereich, man hat einen großen Außenbereich, man hat sowas wie einen Massagedüsen und so. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ja, jetzt gehen wir doch mal kurz ins Zimmer und dann gehen wir hier oben in die Bar, in die Colosseo-Bar. Essen, Hammer. Ja, da gibt es so richtiges Essen, gibt es da nicht mehr, da gibt es so Sandwich oder so, so eine Kleinigkeit. Das langt auf jeden Fall. So, heute Morgen haben wir einen Anruf bekommen, dass wir in diesem wunderschönen Zimmer bleiben dürfen. Das war am Anfang noch nicht ganz sicher. Es ist immer schön, dass es so reibungslos funktioniert hier im Europapark. Und wir konnten ohne Probleme eine Nacht verlängern, haben jetzt 120 Euro nochmal bezahlt und 2 Euro für die Kurtaxe. Dann haben wir eben gerade was ausprobiert. Genau, da waren wir gerade im Bellrock im Wellness- und Saunabereich. Sehr schön, es gibt Saunen, es gibt Ruheräume, es gibt Duschen, es gibt, ach, das war wirklich, ihr müsst euch mal wirklich im Bellrock ein bisschen umschauen. Sehr schön, man kann da auch von allen anderen Hotels mit der ganz normalen Hotelkarte einfach da hingehen. Und sich gut gehen lassen. Heute Abend vielleicht Massage Isabel Sauna ausprobieren und werden wir mal schauen. Jetzt sind wir total angefixt, mega. Oder? Ist schon ziemlich cool, sehr entspannt. Und wir haben da uns noch ein paar Getränke geholt, die waren verdammt preiswert, gell? Auf jeden Fall sehr, sehr günstig. 1,50 kostete jetzt und Eistee, kann man echt nichts sagen. Der im Europapark normalerweise 3 Euro kostet. Du warst öfters in der Sauna, ich vertrag Sauna nicht so gut. Ich kriege da immer irgendwie, weil ich Schnappatmung und ich vertrag's einfach aber nicht. Aber trotzdem schön, oder? Der Ruheraum war schon, oh Leute, das ist echt. Der gratis Tee war lecker. Ah, oh, der auch. Ja, jetzt gehen wir nochmal in den Park, werden aber kein reguläres Video drehen. Der Sepp ist am Start, ja, und mit dem Park drehen wir das. Und wir müssen in 3 Minuten, glaube ich, schon da sein. Hey, so, mittlerweile haben wir Tag 6, Abreisetag. Wir schlendern hier noch ein bisschen durch den Europapark. Ja. Es ist echt super, ja, gell? Es ist richtig wenig los, es ist wirklich entspannt, es ist total ruhig überall. Ja, Hammer. Und wir haben immer noch, man hätte heute theoretisch heute noch Volantica machen können, haben gerade mal nachgeguckt, hätten sogar noch Tickets bekommen ja, dafür. Ja, genau, aber haben wir, nee, machen wir nicht. Vielleicht mal gucken, wann, aber... Spontan. Vielleicht über Silvester beißen wir wieder hier. Außer mal wieder schön hier im Europapark. Man hat nicht so krass Langeweile. Es waren so schöne Tage. Gestern war zum Beispiel der Sepp da. Da haben wir ein Glühwein nach dem anderen getrunken und haben uns nett unterhalten. Und wir haben uns echt festgequatscht. Einmal war der ganze Tag wieder vorbei. Ja. Dann haben wir für uns noch die Saunalandschaften entdeckt. Die haben wir jetzt auch erst dieses Jahr entdeckt. Genau. Oder die jetzt zu diesem Besuch. Meine Güte, Leute, die Saunalandschaften sind schon ziemlich cool. Ja, Bellrock ist der reine Wahnsinn, richtig, richtig groß. Und Isabel ist klein, aber auch total schön. Und ja, es ist wirklich entspannt, auch die Ruheräume, echt toll. Ja, wir machen uns jetzt langsam den Weg nach Hause. Ja. Tschüss, Europapark, aber bald sehen wir uns wieder. Haben wir 6 Tage, sind einfach viel zu kurz. Leute, wir haben gar nichts mehr für den kunterbunten Vlog gemacht. Vom Europapark waren wir dann nochmal im Phantasialand, waren zwischenzeitlich nochmal kurz zu Hause. Wir haben das letztes Jahr so Weihnachten gemacht, dass wir uns nichts schenken und dann waren wir mit Bibis Eltern hier und hatten einen schönen Tag, haben uns eine Nacht genommen. Genau. Im Hotel ist halt einfach super relaxed. Dieses Jahr machen wir das auch so, dass wir einfach sagen, hey, lass uns einfach was Besonderes machen, Zeit gemeinsam zu verbringen. Und dann kann man einfach relaxed in die Weihnachtsvorzeit starten. Ohne Geschenke-Chaos. Woo. Ohne Geschenke-Chaos. Und ja! Wunderschöne Woche war das. Ja. Viel Europapark, viel Phantasialand. Ja. Und vielleicht geht's bald ins Efteling. Ja, und schon. Ja, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Habt ihr irgendwelche Videos verpasst? Schaut oben im E-Mail vorbei. Da sind alle fertigen Videos oben auf jeden Fall verlinkt. Genau, und das war's auch von uns. Und wir stellen uns nach Hause in die Wärme. Oh, und es ist so kalt. Es ist richtig kalt geworden. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.